Hi, ich bin Daniel und heute gibt es das Review zu der All Rally Car 643. Viel Spaß! Die Oberseite der All Rally Car 643 ist nicht nur durch die Aluminiumplatte verstärkt, sondern schaut damit auch gleich noch viel hochwertiger aus. Die Kanten wurden zum größten Teil nach unten gebogen, um diese nicht richtig abschleifen zu müssen. Die Ecken rechts und links wurden auf der Oberseite schon ein bisschen geschliffen, aber wenn man unten reingreift, sind die Kanten schon noch etwas scharf. Unter der Handballenablage ist es sogar noch etwas schärfer. Geschnitten habe ich mich zwar noch nicht, aber ich denke, wenn man mal vielleicht doof hinkommt, kann das schon passieren. Die restliche Verarbeitung vom Gehäuse ist aber gut. An der oberen Kante hat man zwei Halterungen für Smartphones und Tablets. Und was das für eine Halterung ist! Endlich habe ich Platz für meine ganzen Handys! Dadurch, dass die Aluminiumplatte aus einem Stück ist und der Winkel etwas mehr als 90 Grad hat, passiert es ab und zu, dass das Handy aus der Halterung rutscht, wenn man die Tastatur etwas bewegt. Das 1,8 Meter lange Kabel lässt sich relativ einfach in Form biegen und behält diese danach auch an. Der Kabelmantel wurde zwar gesleeved, aber der Sleeve fühlt sich nicht sehr hochwertig an. Um das Design der Tastatur so kompakt und schlicht wie möglich zu halten, wurde wohl an der Handballenablage gespart. Das macht das Tippen für mich aber etwas unangenehm. Auf der Unterseite sind zwei ausklappbare Füße, um die Tastatur anzuheben, was auch dringend notwendig ist. Im eingeklappten Zustand liegt die Tastatur nämlich so flach auf dem Tisch, dass diese vermutlich von niemandem mehr genutzt werden kann. Unter der Tastatur ist auch noch ein Keycap-Tool verstaut, um die Keycaps von den Switches abnehmen zu können. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Die Car 643 gibt es nämlich mit blauen und braunen Switchen von der Firma Dotemu. Ich habe das Modell mit den blauen Switches. Diese sind, wie die blauen Switches von Chery, taktil und haben ein akustisches Feedback. Wer mehr Infos zu den unterschiedlichen mechanischen Switches haben möchte, kann sich gerne mal ein Video dazu anschauen. Die verbaute Variante lässt sich angenehm drücken und fühlt sich sehr ähnlich zu anderen blauen Switches an. Unterschiedlich ist aber die Keycap-Halterung, welche um das Kreuz nochmal eine extra Stabilisierung hat. Das hilft vor allem, dass die Keycaps nicht ganz so einfach abgehen. Cool finde ich vom Hersteller, dass im Lieferumfang sogar noch 4 extra Switches beigelegt sind, um Defekte austauschen zu können. Bis jetzt habe ich es aber nicht geschafft, irgendeinen Switch aus der Halterung zu bekommen. Jetzt habt ihr aber mal einen ganz kleinen Einblick, wie laut die Tastatur beim Schreiben wirklich ist. Ein großes Verkaufsargument seitens Hersteller ist die RGB-Beleuchtung. Da es für die Tastatur aber keinen eigenen Treiber gibt, kann man alle Einstellungen für die Beleuchtung über die Tastatur tätigen. Insgesamt gibt es 8 LED-Modi und alle Tasten sind einzeln beleuchtet und ansteuerbar. Komplette Tastatur beleuchtet. Pulsierend. Keylogger. Reversed Keylogger. Blitz. Lauflicht. Bunter Sternanschauer. Benutzer definiert. Dadurch, dass die LEDs weiter unten im Gehäuse auf Höhe der Platine sind, werden einige Farben verfälscht. So ist das Weiß zum Beispiel eher ein helles Rosa, da die Platine rot ist. Zudem hat man einen sehr starken Underglow-Effekt, welcher bei einer weißen Aluminiumplatte noch besser zur Geltung kommen würde. Die Keycaps sind leicht konkav, um den Fingern etwas Halt zu bieten. Komisch finde ich aber, dass auf den Keycaps verschiedene Schriftarten verwendet werden. Wie vorhin schon gesagt, gibt es für die Tastatur keinen eigenen Treiber, dafür aber viele Funktionstasten. Die F-Tasten sind wie bei den meisten Tastaturen mit Multimedia-Tasten ausgestattet. Interessant wird es aber bei der LED-Steuerung. Komplett deaktivierende Beleuchtung geht mit der FN- und Escape-Taste, durch die Modi schalten kann man mit der FN- und Druck-Taste, von einigen Modi kann man die Geschwindigkeit anpassen, das geht mit der FN- und der Scharf-S- bzw. Hochkomma-Taste. Die Helligkeit kann in 4 Stufen über die FN- und Build-Up- oder Build-Down-Taste eingestellt werden. In den meisten Modi kann man mit FN und Pfeil nach rechts und links zwischen einzelnen Farben wechseln. Zu guter Letzt kann man im benutzerdefinierten Beleuchtungsmodus mit FN und der Pause-Taste die Farbe der einzelnen Tasten ändern. Vielleicht sind dir ja schon die G-Tasten aufgefallen. Das sind Makrotasten, die über FN und der entsprechenden Taste aktiviert werden können. Konfigurieren kann man diese, indem man die FN- und Einfügen-Taste drückt und danach eine von den 5 G-Tasten. Nun kann man die gewünschte Zeichenfolge eintippen und durch nochmaliges Drücken der FN- und Einfügen-Taste
das Makro speichern. Es wird dabei aber nicht die Verzögerung der Tastenanschläge aufgenommen. Alles in allem sind es viele kleine Dinge, die der K643 zu einer guten Tastatur fehlen. Den Preis von 60 Euro finde ich gerade noch in Ordnung, aber 55 bis 50 Euro werden noch ein bisschen akzeptabler. Wenn du aber zum Beispiel auf die RGB-Beleuchtung verzichten kannst, kann ich dir die Sharkoon Skiller Mesh ans Herz legen. Die kostet inzwischen nur 45 Euro und ist dafür richtig gut. Ich habe dazu auch ein Review gemacht. Jetzt geht aber auch noch ein großes Dankeschön an den Hersteller Allrally raus, da sie mir die Tastatur netterweise zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank! Das war's jetzt aber mit dem Review zu der Allrally K643. Wenn es dir gefallen hat, dann lass es mir natürlich wissen. Kritik darfst du wie immer gerne in die Kommentare. Und ja, ciao, bis zum nächsten Video. Man sieht sich.